Joshua schiebt zögerlich seine Hände über die Knie, dann dreht er ebenso langsam die Handflächen nach oben. Remy nimmt es als Zeichen, dass er schweigen darf. Auch mir war unsere Freundschaft viel wert, sagt Joshua. Ich danke dir, Remy, dass du geschwiegen hast. Geisterhaft waren jene Nächte. Du hast dich gewehrt. Ich höre noch, wie du geschrien und dich aufgelehnt hast. Jetzt ist es aber nicht besser. Ich habe Angst. Ich will nicht. Ich will sein wie du, leben wie alle Menschen, lieben. Die Last ist mir zu groß. Sie würde mich erdrücken. Wie du draußen auf dem Fluss standest, habe ich dich beneidet, murmelt Remy. Und ich verfluchte den Tag und den Fluss, sagt Joshua. Ich habe gehofft, du würdest mich darauf ansprechen. Aus deinen Träumen deine Bestimmung zu erfahren, war unheimlich genug. Mit der Zeit redete ich mir ein, dass es doch noch Halluzinationen seien. Ganz bestimmt sei es das. Aber in der See wurde mir klar, dass du es wirklich bist. Wie gern hätte ich darüber gesprochen. Ich bin dankbar, dass du es unterlassen hast. Nicht ganz. Einmal habe ich jemandem davon erzählt. Joshua blickt ihn entsetzt an. Du? Wem? Deinem Vater. David habe ich es erzählt. Joshua ist aufgesprungen. Mit einem Tritt wuchtet er den Stuhl an die Wand und schreit. David wusste davon. David. Eine Faust hämmert an die Tür. Noch 10 Minuten und Ruhe. Was sagt David zu dir? Sag es mir, schreit Joshua. Ich sage dir ja, schreit Remy und springt ebenfalls auf. Dein Vater sagte nur, ich solle nicht darüber sprechen. Joshua an der Wand keucht. Nur das, glaubte er dir? Ja, das tat er und sagte nicht mehr. Remy blickte betreten auf den Boden, weil sich ihm die Erinnerungen auf einmal klarer enthüllten. Es wird schwer sein für Joshua, aber er kann wählen. Das waren Davids Worte gewesen. Doch, was Remy war, dass du wählen kannst und dass es für dich schwer sein wird, dass ich wählen kann. Ja, David, David, flüstert Joshua. Nach einer Weile, tot ist er. Warum ist er tot? Warum hat er mich so früh verlassen? Er hat dich, setzt Remy an, verstummt. Joshua an der Wand hat die Augen geschlossen, atmet schwer, bleich und erschöpft sieht er aus. Noch 1 Minute, brüllt es im Korridor draußen. Nada, flüstert Joshua, verlassen. Er hört sich von der Wand, tritt nahe an Remy und umschlingt ihn in festen Armen. Er wusste es also. David, David, das Grab, das Haus, wie lange ich nicht mehr dort war. Höre, Remy, diese Frau, Nada heißt sie, du erreichst sie bei uns. Eindringlich wispert Joshua in Remys Ohr, während sich draußen die Schritte nähern. Löst sich von ihm, umarmt ihn nochmals aufgewühlt und entschlossen, flüstert ihm etwas Letztes zu. Die Schritte sind von der Zellentür, der Schlüsselbund klirrt und Joshua ist verschwunden. Der französische Staat, vertreten durch Claude L'Agence Bleu de Sécurité Nationale, zeigt eine gewisse Mühe zu verstehen, warum Remy allein in der Zelle ist. Die penible Leibesvisitation ist trotzdem unangebracht, weil die Zellentür von innen sowieso nicht zu öffnen gewesen wäre. Dazu steckte der Riegel im Korridor zu solide in der Verankerung. Zweiter Teil: Der Pilger. Vorspann, Philadelphia. Dass zwei Männer miteinander die Liebe pflegen, hat dich das je gestört? Der fragt, ist Allah. Sein Umhang windet sich faltenreich um die hagere Gestalt. Nein, natürlich nicht, in alle Ewigkeit nicht, wo die leibliche Lust doch so göttlich ist. Ich meine mich zu erinnern, wie stolz wir waren, als wir es sie schufen, antwortete Jahwe. Seine Stimme ist missmutig, weil er die rhetorischen Einstiege seines Freundes Allah nicht besonders schätzt. Der fährt fort. Es hat dich nie bekümmert, wenn zwei Frauen miteinander die Liebe pflegen. Ich entsinne mich, werter Freund, dass wir in diesem irdischen Wesen niemals unterschiedliche Regeln zumessen wollten. Ob Frau oder Mann, ob dunkel oder hellhäutig, Menschen eben, antwortete Jahwe. Bereits die dritte Frage erwartend, denn stets sind es deren drei. Und dass zwei die Liebe miteinander pflegen, auch wenn sie den Bund der Ehe nicht eingegangen sind, auch daran hast du dich nie gestoßen, fragte Allah und nähert sich dem sitzenden Jahwe. Nun, Bruder, ich gestehe dir gerne auch die Antwort auf die dritte deiner Fragen zu, im Wissen, dass du deren drei bedarfst, um dein wirkliches Ansehen vorzutragen. Meine Antwort ist trotzdem nur, die, die wir alle geben würden, aber der Deutlichkeit wegen will ich mich erheben, was er tut. Ob mit oder ohne Ring, mit oder ohne Ehebrief, es geniert mich in keiner Weise, wenn sie die Liebe pflegen. Wofür sonst wären sie da? Er lässt sich wieder in den Sessel sinken und zieht seine nackten Füße unter das Gewand, um bei sich zu murmeln. Im Übrigen hoffe ich, dass es sorgsam mit dem Können tun. Sie sind ja voller Kostbarkeiten, diese intimen Freuden. Jedoch ich vermute, die Lust kann nur zelebriert werden mit Muße. Stümperhaft, sein letzter Satz verrät mit unverständlichem Brabbeln. Auf Siddharthas Gesicht ist ein Lächeln zu sehen.
Ja, er hört zu, an seiner Säule gelehnt und beobachtet die beiden. Außer dem braunen, um die Hüften geschlungenen Tuch ist er nackt. Allah nimmt wieder das Wort. Du sagst es, mein lieber Jahwe. Wir alle würden so antworten, wie du es getan hast. Allah blickt in die Runde. Siddhartha lächelt. Auch Christus, den sie den Nazarener nennen, lächelt aus dem Zwielicht des Hintergrunds. Langsam schreitet Allah über den gläsernen Boden, aus dem Licht flutet. Er hält vor jedem an, um sich kurz zu verneigen und zu sagen, so ist es doch. Alle nicken sie. Buddha nickt, der Nazarener sinkt und nickt. Shinto senkt zunehmend sein Kinn. Allah kommt zu Franziskus, von dessen silbernem Kleid Lichtblitze springen. Der ruft, es ist wie Jahwe gesagt hat, Bruder, wir alle sind einig mit dir. Was treibt dich also zu prüfen, was sich von alleine versteht? Dass ausnahmslos jede Geste der Liebe heilig ist. Allah legt ihm die Hand auf die Schulter, als wolle er ihm danken und geht zur Mitte des Raums. Er atmete tief durch, lässt seinen Kopf vorüberfallen, um ihn gleich wieder nach oben zu reißen. Denn nun schreit es aus ihm heraus. Aber höre doch ihr Reden und Reden, wie sie drohen, Angst zu verbreiten, wie sie einander ihre selbst erfundene Sittlichkeit keulenschwer auf die Köpfe hämmern. Beuge dich, unzüchtige Sünderin, schreien sie. Wirf dich in den Staub, schamlose Sünder, schreien sie. Das tun sie und ruhen nicht, bis ihre Herrschaft wieder gefestigt ist. Und täuschlich, wie sie sind, tun sie es unseres Namen, wenn sie ihre Herrschsucht nur zugeben, wenn sie ihre Macht jedoch nur offenlegen. Warum tun sie das? Doch nein, sie schreien, sie verurteilen, sie tüchtigen im Namen Gottes. Damit machen sie sich unantastbar. Damit verschleiern sie, dass die Menschen, die wie ihre Nächsten auch nicht besser, nicht höher, nicht wichtiger, ich aber sage euch, nicht mehr mit mir. Meine Geduld ist erschöpft, meine Nachsicht, meine Gnade, ich will sie ihnen entziehen. Es ist still, keiner spricht. Nur Allahs heftiges Atmen ist zu hören. Seine wütenden Schreie hängen wie stickige Rauchschwaden im Raum. Da nähert sich Franziskus der Gestalt Allahs. Bruder Allah, wahr ist es, was du sagst. Unsere Verzweiflung ist nicht kleiner als die deine. Aber die Gnade, du weißt, es ist die größte, dass wir zu geben imstande sind. Und ich muss dich deshalb fragen, warum jetzt? Was ist anders als vor 600 Jahren, als du, Bruder Allah, dich ihn erklärt hast? Was anders als vor 2000 Jahren, als der Nazarener, anders als damals, als unser Siddhartha bei ihnen war, die Botschaft zu bringen, anders als ich? Noch immer keucht Allah vor Zorn. Zeit vergeht, bis er antworten kann, aber seine Stimme ist anzumerken, wie sehr er sich um Beherrschung bemüht. Jesus, Liebe, Minera, Timosi. In derselben Sekunde Minera, eine scheue Frau von 26 Jahren, Timothy, ein staunender 9-jähriger Junge, starben beide. Heute gleichzeitig. Minera verblutete. Timothy verhungerte. Stumm. Minera schrie nicht, als die Steine ihren Kopf trafen. Timothy weinte nicht, als der Schmerz ein letztes Mal an ihm rüttelte. Minera und die Menschen, die sie steinigten, beteten zu mir. Timothy glaube an den Nazarener und schuld daran, dass er verhungerte, waren Menschen, die sich Christen nennen. Als ob dies sein Stichwort wäre, taucht der Nazarener aus dem Dunkeln auf. Es ist wirklich so. Ihr nennt euch Christen, aber lässt einen verhungern. Warum? Jedes Lebewesen hat unterschiedliche Bedürfnisse. Und es will ganz sicher nicht Böses über euch machen, wenn ihr nur endlich mal aufhören würdet, so scheinheilig zu tun. Meine Güte, man hat unterschiedliche Bedürfnisse in einer Welt. Gönnt doch einmal einander die Freiheit, anstatt einander zu belehren. Als ob dies ein Stichwort wäre, taucht der Nazarener aus dem Dunkeln auf. So ausgemergelt war Timothy, als er starb. Seit Monaten am Hungern. Er war bereits krank, als sie ihm die Arbeit an der Zona Franca kündigten. Man wird reich in den Zonas Francas, aber nicht, wenn man selber dort arbeitet. Nur wenn man dort arbeiten lässt. Reich wird der amerikanische Mann. Timothy macht ihn reich. 70 Sous bekam der Junge an einem Tag. 120.000 Silbermünzen bekommt der Christ in Chicago am gleichen Tag. Die Dämpfe fraßen sich Timothy Lunge. Jeden Tag mehr. Er arbeitete langsamer. Sie gaben ihm nur noch 50 Sous. Dort, wo er zu Hause ist, hungern sie alle. Auch seine drei Schwestern und sein kleiner Bruder, der am Erblinden ist, weil das Medikament, das er bräuchte, 12 Silbermünzen kosten würde. Seit heute ist Timothy tot. Wie wahnsinnig blickt seine Schwester Ninja auf das wehrlose Gesichtchen ihres Bruders, über das die Fliegen kriechen. Das erträgt sie nicht. Vom spindeldürren Körperchen reißt sie sich den Stofffetzen, den sie trägt, und legt ihn über Timothys Gesicht. In Chicago weiß man nichts davon. Der Amerikaner überblickt sein verschachteltes Imperium kaum.
Allah fährt dazwischen. Nazarene, was sprichst du romantisch für Silbermünzen? Dollar heißt das Ding. 150.000 Dollar Gewinn auf den Tag umgerechnet, wirft das Business das mit zu Kerkorian ab. Der sitzende Jachwe fällt ein. Grollend, bitter. 10 Wohnsitze von Acapulco bis Paris hat Frederik Singer. Bittet mich um Gesundheit. Wo immer er gerade residiert, hockt mein frommer Jude auf 3 Milliarden Dollar. 10 mal 3 Milliarden, rechne wer kann. Das hat zusammengerafft. Aber er spendet, ja er spendet am Sabbat in seiner Synagoge schon mal 5 Millionen Dollar an Terre des Enfants, weil er gehört hatte, dass Kinder am Hunger sterben. Er konnte es kaum fassen, dass jeden Tag 25.000 Kinder verrecken. 5 Millionen für nichts gegeben. Der 6.000. Teil seines Besitzes, großartig, blieben ihm. Auch das kann ich rechnen. 29 Milliarden, 59, 90 Millionen. So ist es. Das ist Habgier, Sünde, teuflisch. Jahwe hat sich aus dem Sessel erhoben, um sich zur ganzen Länge gestreckt, geballt die Fäuste am gewinkelten Arm immer lauter werden. Jesus, allmächtiger Himmel, wird erleuchtet. Was stehen wir da und klagen? Wie lächerlich. Wer hat denn dem Elend zugesehen? Wir, wer die Schwachen den Starken ausgeliefert? Wir, dabei hat sie uns gewarnt, eindringlich und beharrlich gewarnt. Die Liebe ist schwächer als die Macht, hat sie gesagt. Ihr müsst die Liebe schützen, hat sie gesagt. Ja, gebt den Menschen die Mündigkeit, gebt ihnen die Freiheit, aber schützt sie vor den Teufeln. Hat sie das gesagt? Ja, das hat sie. Aber ich höre noch, wie du, Siddhartha, um den freien Willen gerungen hast. Die Menschen können die göttliche Botschaft begreifen, hast du ihr erwidert. Sie werden den Weg der Erkenntnis aus eigenem Wollen begehen. Das hast du ihr gesagt. Und 3000 Jahre später stellen wir fest, dass verfluchte Hundesöhne den Frauen den Kitzler abschneiden lassen. Und uns sind die Hände gebunden, diese Verbrecher mit der Pest zu schlagen. Und sie schicken Kinder über die Minenfelder, damit sie ihre zerfetzten Körperchen den Weg frei machen. Und wir dürfen dem Satan, der dies befiehlt, der ihnen teuflisch noch die Schlüsselchen um den Hals hängt, damit sie das Paradies leichthändig zu öffnen vermöchten, diese Kreaturen dürfen wir nicht einmal einen Blitz durch den Schädel jagen. Sie töten, raffen und reden und reden. Und weil unsere verdammte Gnade für alle gilt, dürfen wir den reichsten Halunken dieser Erde, jene 200 Milliardären, die allein zusammen 3 Billionen horten, hört es, Brüder, 3 Billionen, diese 200 dürfen wir nicht ins Höllenfeuer stoßen. Dabei kann es bösartiger nicht sein, als auf seinem Gold hocken, dem Elend zuzusehen. Und so sage ich euch, ich bereue, dass ich nicht auf sie gehört habe. Jahwe blickt erschöpft und verwirrt um sich, um plötzlich Allah anzublicken. Verzeih, Bruder Allah, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Ich weiß nicht, was du über mich gekommen ist. Deine Geduld sei zu Ende, als du gesagt hast, es begann es in mir zu brennen. Danke Allah, allmächtiger Allerbarmer, danke für deine Weisheit. Stille, Siddhartha neigt sich in seiner angedeuteten Verbeugung. Allah zu, auch Franziskus lädt ein, diesen mit einem Kopfnicken ein, wieder das Wort zu ergreifen. Allah tut es, er spricht zögernd, wie zu sich selbst. Jesus, hier, wir wollen Liebe und nicht Krieg haben. Gestern haben die Mullahs die Fatwa verhängt. Zina kreischten sie empört, Zinas Ehebruch und das Urteil zu setzen über die scheue, traurige Minera, Mutter des dreijährigen Ali und der zweijährigen Nada. Ehefrau des Mustafas, der sie ihren großen Brüsten und der kräftigen Beckens wegen zur dritten Frau genommen hatte. Er hatte keine Zeit für sie, die Geschäfte waren ihm alles, er schlug sie, er demütigte sie, stieß in sie hinein, wann immer es ihm gelüstete. Zum Reden jedoch war sie ihm zu dumm. Sie fand Trost beim verheirateten Jonesch. Einmal nur wollte sie umfangen sein von liebenden Armen. Der war gerne bereit, er nötigte sie auf die Kissen, weil das Trösten so doch viel schöner sei. Es kam heraus, Mustafa wütete, man verstand ihn, Zina schrien sie alle, ihm zu bestätigen. Die Mullahs und die Männer des Dorfes, sie peitschten sie aus, gruben sie bis zur Hüfte ein und steinigten sie, ihr Mörder. Alle warfen sie Steine, bis sie blutend vornüberkippte. Das war heute in der Früh, als auch Timothy starb, und Minera war nicht die einzige an diesem Tag. Es traf auch Kura und Forani und Maide und Forodiv. Und Frodiv überschüttete sie mit Petroleum und zündeten sie an. 914 Mal in den letzten 100 Erdentagen. In meinen Namen steinigten sie Männer, verführte dumme Männer, eingeweihte böse Männer. Mein Herz ist so wund, so wund. Alle Blicke vollen Allah. Allumfassende liebende Leben, allumfassend Heilung. Der in einem Hin und Her tasten geraten ist.
Franziskus wiegt den Kopf abschätzend von seiner Wortnahmen bereits schicklich wäre. Unaufhaltsam verstärkt sich das aus dem Boden flutende Licht und zeichnet zunehmend höhnisch wirkende Schattenrisse in ihre Gesichter. So ist es, Bruder Allah, tönt nun Franziskus. Die Berechten, Habgierigen und Wortmächtigen, sie gewinnen. Die uns verstanden haben, verlieren. Die Suchenden, die Gutmütigen, die Heiligen, sie verlieren. Es ist Siddhartas Stimme. Reich und mächtig, wenige. Shintos Stimme. Arm und ausgeliefert, viele. Der Nazarener. Es ist, als ob erschöpfte, mutlose Stimmen ineinander flößen. Die Intuition ihrer Sätze ist bar jeder Emotion. Gramvolle Stimmen sind es. 7 Milliarden sind auf Erden. Unvorstellbar viele. Das Elend ist groß, unvorstellbar groß auf dieser Welt. Denkt man sie als Dorf mit 100 Menschen, dann prassen 20, weil sie alles im Überfluss haben. Warme Häuser, lehrreiche Bücher, gesunde Nahrung, schöne Autos, unbegrenzten Zugang zu den richtigen Medikamenten und so weiter. Und die richtigen Beziehungen. Die anderen 80 leiden Mangel, die 20 Wohlhabenden schauen zu. Warum macht ihr das? Fühlt ihr euch dort wohl? Habt ihr denn kein Gewissen, frage ich euch. Die anderen 80 leiden Mangel, die 20 Wohlhabenden schauen zu. Wie könnt ihr euch denn so wohlfühlen? Erbarmet euch doch endlich, bevor es zu spät ist. Das ist eine letzte Warnung. Ich bitte euch darum, im Namen aller Gottheiten, im Allum. Erbarmet euch und seht zu, dass man wirklich miteinander Fortschritte macht. Wenn ihr euch nur gegenseitig tötet, erzeugt das nur Leid auf eurer Welt. Merket denn ihr nicht, dass ihr hier eigentlich Gefangene seid? In Wahrheit ist es eine Prüfung. Wir können hier entweder das Paradies vorleben, den Himmel vorleben oder uns für immer und ewig der Sünde hingeben. Aber viel besser ist es, endlich mal zu erkennen, dass Liebe und Wahrheit im Allum am allerbesten ist, was uns hinausführt zu unserem Gott, zu unserem liebenden Gott, dessen Allah nicht schöner ist. Allah ist der schönste Ausdruck für Gott, meinem Vater, dem Allerbarmer. Und wie auch immer er in dieser Welt hier heißt, er ist im Allum jederzeit willkommen. Genauso wie Jesus in mir drinnen einen Platz gefunden hat und zu uns sprechen kann, wohlwissend dessen, ich werde nie einen anderen Namen gebrauchen, als er mir zugewiesen hat. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Befreien und heilen wir den bösen Satan von seinen Sünden. Machen wir, dass es nie mehr Krieg gibt, eine wahre Aussöhnung zwischen allen Gottheiten, damit endlich ein Platz wieder geboren wird und ein Platz wieder hergestellt wird und dass diese Erde mehr ist wie eine Therapiestation, wo die Leute Masken tragen, anstatt der Corona endlich zu sagen, wir haben eingesehen, dass Märtyrer zu machen nichts als Ärger bringt. Wenn die Welt sich wirklich weiterentwickeln will, braucht es Aussöhnung. Aussöhnung zwischen dem Untersten und den Obersten. Wirkliche Aussöhnung. Such doch, dass jeder sich einen Wohltäter finden und finden lassen darf. Lass nicht zu, dass vergessen geht, wie groß das Ganze ist. Ich danke dir, Samuel, für deine Weisheit. Es war zwar eine Hölle, aber ich bin gerne mit dir diesen Weg durchgegangen, weil ich jederzeit gewusst habe, dass deine Therapie jene ist, die mich erkennen lässt, wer ich wirklich bin. Es macht mich zwar momentan noch sehr traurig und ich habe absolut keine Ahnung, ob sie mich weiterhin fertig machen wollen oder endlich mal erhören wollen, aber auf jeden Fall werde ich meine Aufgaben, die ich angefangen habe, auch zu Ende führen, so Gott will. Allah ist groß, Allahu Akbar. Und es ist kein Widerspruch. Jesus ist Liebe, aber Jesus ist auch jener, der schon seit so langer Zeit auf dieser Erde ist und er braucht einfach auch Leute, die an ihn glauben, damit er hier auf dieser Erde vor allem auch endlich mal wirklich auch die wahre Vergebung selbst erlangen darf, die er uns zuteil werden ließ. Es ist nun mal so, macht miteinander nicht einfach Sachen, die der Liebe nicht hörig sind, sondern versucht einander zu finden, versucht herauszufinden, wer wurde wie mit etwas ausgeschaltet oder belangt. Weil in Wahrheit geht es darum, schlussendlich alle zu befreien, ohne sie zu töten, ohne sie hinzurichten, ohne Ehebruch. Ein Kind weiß von Anfang an, zu welcher Seite es gehört. Es gibt drei Pole und die drei Pole sollten endlich mal Aussöhnung betreiben. Wahre Aussöhnung und nicht nur dunkle Energie, sondern auch die weiße Energie verinnerlichen. Aussöhnung zwischen den Geschlechtern zum Beispiel, zwischen Mann und Frau, der göttlichen Existenzberichtigung zu sein, dem Lebendigen zu huldigen und nicht Götzen anzubeten, sondern in Wahrheit, versöhne dich mit deiner Obrigkeit, aber sag ihnen auch ganz klar, wenn sie so weiterfahren,
werden sie für immer und ewig Gefangene bleiben in einer Welt, die immer mehr zu einer Hölle wird, wenn wir nicht endlich zusammenarbeiten. Ich bin nicht wichtig, aber in Wahrheit spreche ich aus etwas heraus, das euch nur sagen will, tut einander nicht anlügen. Es ist die schlimmste Sünde auf dieser Welt, dass ihr euch gegenseitig belügen, bestehlen und übertrumpfen wolltet. In Wahrheit ist jedes Lebewesen wertvoll. Wenn ihr etwas im Ausland herstellen lasst, so bedenkt, dass es fair produziert sein soll. Wird es das nicht, wird es verflucht werden. Produziert ihr aber hingegen fair, so wird es erhöht werden und ihr werdet erlöst werden. Bedenket mal nur die Strahlenbelastung mit euren Handys, mit euren Magnetfeldgeneratoren. Hier in dieser Welt gehört es vielleicht zum Nonplusultra. In anderen Welten lachen sie darüber, wie begrenzend sich das Bewusstsein doch so einnistet. Wir wüssten ganz genau, was ihr braucht und was ihr nicht braucht. Aber wenn ihr meint, ihr seid schlauer wie wir, dann habt ihr eben das Problem, dass ihr jedes Mal wieder zeigt, dass ihr eben doch die 100 Jahre, die wir euch gegeben haben, nur für Eigennutz auswendet und dass ihr die Wiederkehr der wahren Göttlichkeit nicht mit Freude, sondern mit Schrecken erwarten müsst. Zeigt doch mal am Exempel, dass ihr wirklich bereit seid, auf einen zu hören, ohne dass ihr aber wisset, dass ihr gebunden seid daran. Es geht um jedes einzelne Lebewesen auf dieser Welt. Und erkennet doch auch einmal die Verzweiflung jener, die aus lauter Hoffnungslosigkeit meinten, sie müssten ihrem Allah zuliebe sich in die Luft sprengen. Das liegt nur daran, weil sie keinen Ausweg mehr dachten. Aber andererseits wurde auch ihre Treue dafür belohnt, dass sie eben wussten, für ihren Gott sterben zu können, weil sie wussten, dass sie im ewigen Leben sind. Doch all jene zum Beispiel am 11. September, was ich ein grausames Schauspiel der Menschlichkeit befand, obwohl ich noch nie persönlich da war, so darf ich doch sagen, außer Mohammed Atta sind die anderen alle gefangen genommen geworden. Wollt ihr das wirklich? Und wollt ihr wirklich andere immer wieder verurteilen und euch nicht wirklich füreinander öffnen, dass zum Beispiel jedem das Recht zusteht, ab einer gewissen Stufe eine echte Jungfrau zu heiraten, weil man um ihr Geheimnis weiß und dass man zusammenpasst und es nicht einfach zerstören will, sondern einer Frau das Geheimnis obliegt und sie selbst bestimmen darf, was sie mit ihrem Körper machen darf, weil man nicht einfach eine haben möchte, die sich nur einfach so zugewiesen wurde, sondern dass man weiß, Gott vertraut einem und Gott liebt dich und Gott braucht dich. Und welcher Gott es schlussendlich sein wird, obliegt euch. Und es obliegt aber auch meiner Wenigkeit, euch die Botschaft zu sagen, dass selbst die Allerkleinsten unter uns Gefühle haben und dass aber auch die Allerkleinsten dazu fähig sind, miteinander zu lernen. In jeder Spezies gibt es welche, die sich weiterentwickelt haben. Und es tut mir jetzt schon leid für jene, die einfach sich immer nur gefürchtet haben und obwohl sie es eigentlich besser wussten, sich verführen lassen, Böses zu tun. Versucht doch ehrlich miteinander umzugehen. Versucht die Dummheit der Menschen zu heilen. Denket an den grünen Planet, als wir dort zurückkamen, wie wir nachher auf der Erde euch erkannt haben. Es ist so stupide. Ihr hört lieber auf irgendwelche Gesetze oder Drittmeinungen, anstatt auf jene, die es direkt betrifft. Und wenn ihr einen schon einfach so abschleppt und nicht erklären könnt, was genau passiert ist und ihr euch irgendwelche Dinge zusammenreibt über den Kopf hinweg, dann beweiset es zumindest, indem ihr ein Video davon macht. Das Grundrecht, das möchte ich der Polizei zumindest anvertrauen, wenn ihr irgendjemand, der friedlich euch begegnet, einfach so herausfordert oder einfach so stürmt, dann macht ein Video davon. Es ist nämlich das Allerschlimmste, wenn nachher andere, die einfach meinen, sie müssen Arzt spielen oder irgendwie sich über dich erheben, dir nicht irgendwie die Wahrheit sagen oder es völlig fernab von jeglicher Vernunft ist, dass sie dich einfach so einsperren für etwas, was ein anderer angestiftet hat. Wenn ihr nur mal ehrlich miteinander sein könntet, wenn ihr nur das schaffen würdet, würde es nicht zu so einem Misstrauen kommen. Und nur weil jemand mit etwas gut umgehen kann und nicht groß jammert und kein großes Aufsehen damit gemacht hat, dass er aus dem Rollstuhl aufgestanden ist und wieder laufen gelernt hat und nicht jammert über seine täglichen Schmerzen und auch nicht allzu groß jammert über den täglichen Frust und auch gelassen mit den größten Niederlagen umzugehen weiß, heißt es noch lange nicht, dass wir einfach keine Gefühle haben. Im Gegenteil,
Wir sehnen uns sogar danach, wieder Gefühle mit euch teilen zu dürfen. Und es ist nicht ich persönlich, der da zu euch spricht, sondern es ist der Urgeist, der direkten Zugang zu euch allen haben kann. Und es geht darum, nicht einfach nur auszusteigen und nichts zu tun, sondern die Dinge, die euch berufen machen, auch auszuüben und auszuführen. Und es geht auch darum, nicht irgendwie nachher zu behaupten, es seien falsche Propheten oder dies oder das. In Wahrheit, man ist ein Botschafter und stiller Zeuge manchmal von Sachen, die einen sehr nachdenklich machen. Und in Wahrheit, ich sage euch, was man mir angetan hat bis jetzt, das kann ich jedem Einzelnen vergeben. Jeder Einzelne und jeder Einzelne sollte sich sofort jetzt, die mir Unrecht getan hat, sich besser fühlen. In Wahrheit ist es das größte Geschenk, was ich euch tun kann. Aber ich habe nicht vor, längerhin einfach nur Opfer in eurer Welt zu sein, nur weil ihr so mittelalterlich noch denkt und die Strukturen nicht in dieser Hinsicht ändert, dass ihr mal wirklich mir reinen Wein einschenkt und euch dann haltet, dass, wenn man wirklich bereit ist, selbst sich zu opfern, man mindestens auch das Gerechtigkeitssinn nachstehender haben sollte, dass ihr euch aufklärt, ob ihr jetzt auf mich angewiesen seid oder nicht. Weil in Wahrheit, wenn es so weitergeht, wird die Schweiz und Europa immer weniger zuverlässig, immer mehr unter einer Kontrolle landen, immer mehr von Dingen betroffen sein, welche die anderen Länder mit der Genugtuung belohnt, weil wir sie so lange Zeit zu kurz kommen ließen. Es geht darum, einen freien Ausdruck der Liebe zu empfangen. Ich will nicht immer ständig nur auf Ersatzsachen umsteigen. Ich will nicht ständig immer nur das Gleiche tun. Aber wenn ihr ehrlich mit mir seid, bin ich noch so gern bereit, in meinem ersten Leben hier auf dieser Welt das zu meistern, was viele eben damals nicht geschafft haben. Und es geht darum, ja, ich weiß, wer ich bin, aber es geht auch darum, man ist manchmal dankbar, die Nummer 2 von jemandem zu sein, weil man weiß, dass Gott da ist.